Guten Morgen, meine Lieben. Es ist wieder Sonntag und deshalb wieder mal Zeit fürs wöchentliche Update. Wie fange ich am besten an? Ja, fangen wir mal mit den Fakten an am besten. Ich war heute Morgen direkt auf der Waage. Das blende ich euch mal ein. Ihr seht es ja schon an der Überunterschrift, wie auch immer. Ich habe leider die Woche irgendwie gar nichts abgenommen, was ich echt nicht verstehe. Aber naja, so ist das nun mal leider. Ich würde sagen, wir messen jetzt erstmal nach, damit wir die Fakten kennen und dann erzähle ich euch, wie es mir die Woche so ergangen ist. Zum Messen. Mein Maßband habe ich schon hier. Und auch ein Zettel mit den Maßen von letzter Woche. Und ich fange mal mit der Hüfte an. Ich habe wieder die gleiche Jogginghose an und wieder so ein dünnes T-Shirt wie letzte Woche auch. So. Hüfte. 114. Das ist gleich geblieben. Dann Jupe. Taille. Seht ihr das? 99 ist auch gleich geblieben. Dann Brust, der Ort, wo man am wenigsten abnimmt. Ja. Ist aber auch gleich geblieben bei 117. Dann Oberschenkel. Oberschenkel, würde ich sagen, ist jetzt eine 63. Da ist dann 1 cm weniger. Und, was haben wir gesagt, rechten Oberarm habe ich gemacht, gell? Rechter Oberarm ist bei 33. Der ist dann auch etwas weniger. Also ich habe am Schenkel 1 cm abgenommen und am Oberarm 1 cm abgenommen. Ansonsten ist alles gleich geblieben. Gewicht und Taille und Hüfte auch. Finde ich die Woche eigentlich etwas schade. Aber gut, weil ich habe die Woche eigentlich wirklich ganz gut auf alles geachtet. Ich habe bis auf einen Tag jeden Tag die Fitformeln eingehalten. Ich habe keinen Wochenpunkt verballert, weil ich gucken wollte, ob das was ausmacht. Ich werde dann jetzt auch erstmal versuchen, dabei zu bleiben, keine Wochenpunkte auszugeben. Ich muss mal gucken, wie ich das die Woche schaffe, weil das wird heute schon schwierig. Weil heute, ich drehe heute auch noch ein Follow Me Around. Das werdet ihr dann im Laufe der nächsten Woche zu sehen bekommen. Ach ja, das wird ein anspannender Tag. Ein entspannender Tag. Ich weiß nicht, was ich gerade sagen wollte. Egal. Jedenfalls muss man mal sagen, also ich war letzte Woche so ein bisschen enttäuscht, weil man ist halt doch beim Abnehmen, hofft man auf schnelle Ergebnisse. 300 Gramm waren eh super. Also das hat mir jemand geschrieben und dann dachte ich mir, naja, eigentlich hat sie recht. Ich stille und ich darf nicht zu schnell abnehmen, weil sonst irgendwelche Gifte im Körper freigesetzt werden können. Die können in die Milch wandern und so weiter und so fort. Insofern ist es gar nicht schlimm, dass ich die Woche jetzt gar nichts abgenommen habe. Das enttäuscht mich schon, aber nächste Woche wird auch ein bisschen aktiver wie diese Woche wieder. Ich habe die Woche letzten Sonntag auf 2 Punkte habe ich vergessen abends. Ich meine, die 2 Punkte hätte ich noch leicht auffüllen können, aber ich habe einfach nicht dran gedacht. Und am Freitag, also vorgestern, habe ich 13 Punkte nicht geschafft. Das war keine Absicht, sondern es war tatsächlich so, ich habe einen mega anstrengenden Tag gehabt. Dann kam mein Mann heim und dann wollte ich einfach nur noch eine Ruhe-Bar-Session machen.
Das konnte bei mir durchaus ein bisschen länger dauern und dann war es schon so spät und dann bin ich direkt ans Bett. Und ja, naja, bloß weil ich es vorher nicht geschafft habe, muss ich mir nicht kurz vorm Schlafen gehen irgendwie 7 Rochers reinknallen. Das muss auch nicht sein. Prinzipiell habe ich die Woche was entdeckt, was mich positiv überrascht hat. Entschuldigt, dass ich so nach unten schaue, aber dadurch, dass wir heute so viel vorhaben, habe ich es etwas eilig und ich will nicht doppelt drehen müssen und habe mir deshalb ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Genau, ich koche nicht so gern für mich allein und für den Kleinen muss ich momentan noch nicht kochen. Der sitzt momentan noch nicht mal am Tisch und ja, mein Mann ist den Tag über sowieso unterwegs. Meistens machen wir uns abends was Warmes, wobei sich das auch in Grenzen hält. Ja, ich koche einfach nicht gern für mich allein. Und ich habe die Woche, beziehungsweise eigentlich mein Mann hat das entdeckt, aber mehr aus Versehen, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Also er meinte, ja, das stand ja im Kühlregal neben den Weight Watchers Produkten. Ist doch klar, dass das wenig hat. Ich denke mir, ja, in dem Regal stehen aber auch irgendwo die Cheeseburger und die haben nicht wenig. Aber auf jeden Fall, von Maika, das Linsenglück und das Kartoffelglück ist absolut Weight Watchers tauglich. Ja? Das Kartoffelglück hat 11 Punkte. Dieser komplette Pott hier, das sind 515 Gramm, wer davon nicht satt wird, tut mir leid. Und das Linsenglück hat 14 Punkte. Finde ich total super. Schmeckt mir auch. Es gibt noch ein drittes Gericht davon, das ist mit Erbsen, aber ich stehe nicht so auf Erbsen. Deshalb weiß ich jetzt auch nicht, wie viele Punkte das hat. Aber das kann ich echt empfehlen für alle, die Weight Watchers machen und einfach auch mal was da haben wollen, was ja in 5 Minuten fertig ist, ohne dass man was für tun muss. Ne? Ansonsten versuche ich momentan schon, mich zu ernähren, wie ich mich nach dem Stillen ernähren werde und dann halt meine restlichen Punkte mit Extras aufzufüllen. Ich weiß gar nicht, wie ich das am besten ausdrücke, aber es ist schon so, ich mache Frühstück so, wie ich es vor der Schwangerschaft gemacht habe. Ich esse eine gewisse Punktzahl immer Mittag und habe halt abends Punkte für Süßigkeiten übrig. Ich komme trotzdem auf meine Fit-Formeln. Ich glaube, dass das auch der Grund ist, weshalb ich vielleicht nicht ganz so toll abnehme momentan. Dass ich halt doch relativ viel Süßkram im Verhältnis zu normalen Mahlzeiten zu mir nehme. Aber ich stehe ja auch nicht mehr ewig. Und mir haben ganz, ganz viele gesagt, hey, während der Stillzeit habe ich überhaupt nicht zugelegt, aber anschließend ist ja auch irgendwo logisch. Das Stillen verbrennt eine Menge Energie und wenn man sich dann auf was Gewisses eingewöhnt hat, fällt es auch schwer, dann auf einmal eine Mahlzeit wegzulassen oder so. Und ich denke, später was von den Chips wegzulassen, fällt mir einfacher als eine komplette ausgewogene Mahlzeit. Ja. Wie gesagt, ich schaue schon drauf, dass ich trotzdem die Fit-Formen so gut wie möglich einhalte. Es gibt sicherlich Tage, da fehlen mir 1, 2 Portionen Obst. Da muss ich auch etwas konsequenter werden, beziehungsweise will ich eigentlich eher jetzt wieder einführen, dass ich dann tatsächlich meine Portion Gemüse auch habe. Aber das ist halt schwierig für mich, weil ich habe, bevor ich schwanger war, halt abends zum Beispiel immer, um auf mein Gemüse zu kommen, Tomaten mit Zwiebeln gegessen und Gewürzen. Das war früher immer mein Abendbrot. Aber Zwiebeln ist halt uncool momentan und ja. Mal gucken. Pegelt sich halt momentan so ein bisschen ein. Ich bin gespannt, wie die nächste Woche läuft. Ich bin jetzt schon am Überlegen, wie ich das am besten handle, dass es vielleicht nicht Chips oder Schokolade sind, aber dann gewöhne ich mir halt wieder die Mahlzeit an. Das will ich eigentlich nicht. Was sagt ihr denn dazu? Ich bin da momentan so ein bisschen überfragt, aber ja. Ach so, Bewegung. Ja, ich hatte 2 lange Spaziergänge die Woche, also wirklich lange. Das eine habt ihr ja gesehen, das war der DM-Haul, da war ich
Man läuft mit Kinderwagen 20, 30 Minuten eine einfache Strecke. Das heißt, ich war insgesamt 50, 60 Minuten spazieren, je nachdem. Und ich, wenn ich es nicht vergesse, mache ich jeden Morgen noch die Anfangsrückbildungsübungen. Also die sind nicht wirklich anstrengend, aber es ist schon auch ein bisschen körperliche Betätigung. Die habe ich vor, euch im Laufe der Woche zu zeigen. Und ich lege dann jetzt auch mit anderem Sport los. Da werde ich mich dann jetzt mal langsam einfinden, was mir da liegt und was nicht. Fällt mir sonst noch was ein? Dim, 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 dim. Hier ist alles drauf erledigt. Nö. Dann war es das zu meinem Wochenupdate auch schon. Ging sehr flott, aber wie gesagt, ich habe heute leider nicht lang Zeit. Wünscht mir Erfolg für die nächste Woche. Wenn euch das gefällt, lasst mir auch bitte gerne Kommentare da. Ich gebe mir alle Mühe, die zu beantworten momentan. Und ihr könnt mir auch Feedback dalassen. In Form dieser Daumen funktioniert das ja ganz gut. Und eigentlich hatte ich mir mal vorgenommen, ich erzähle sowas nicht. Aber irgendwie wünscht man sich schon, auch zu kommunizieren mit euch. Und das könnte noch ein bisschen mehr sein. Naja, auf jeden Fall finde ich das super, wie lieb ihr alle auch seid. Also ich habe ja, als ich damit angefangen habe, dachte ich, jetzt ist das echt, man hört immer so viel von Leuten, die nicht so nett sind, zu denen die Videos drehen. Aber sowas habe ich bisher wirklich noch gar nicht erlebt. Ich finde euch super. Das war's. Tschüss.